In ca. 300 Arbeitsstunden konnte der Verfahrenszug einen Anteil dazu beitragen, dass wir schließlich auch den zweiten Rettungsweg in Form einer Gaube in Eigenarbeit fertiggestellt haben. Es war kein Zustand auf die Dauer, als Kellerkinder sozusagen, Herr Müller, sein Dasein fristen zu müssen und gleichzeitig, wenn man dann aus dem Keller rauskommt, Strahlen mit Strahlen aus dem Gesicht und blau-weißen Uniformen dann immer die Stadt repräsentieren bei allen möglichen und unmöglichen Anlässen. Etwas über 40% der gesamten Ausbaukosten, also fast die Hälfte, hat der Anfang zum selbst geleistet.